Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, Herr Vertreter und natürlich auch bei den Trainer zur Pressekonferenz. Energie Cottbus gegen RB Leipzig, die zweite Mannschaft. Torlos, das Spiel 0:0 und natürlich bekommt bei uns auch der Gästetrainer das erste Wort. Ja, danke. Ich muss sagen, glücklicher Punktgewinn für uns. Wenn wir die Chance einfach nur betrachtet haben, schon wenig gehabt selber und viel zugelassen. Da hat man eine Stelle A Glück und B einen sehr, sehr guten Torwart heute an dem Tag. Zweite Mal Folge zu 0 gespielt, das ist gut. Den Punkt nehmen wir auch sehr, sehr gerne mit gegen eine Mannschaft, die gute individuelle Qualität hat, muss ich sagen. Das ist schon sehr ordentlich hier, was in Cottbus dort auf dem Platz ist. Und so ein Spiel ist für uns einfach nur Lernen, Lernen, Lernen. Das sind Herausforderungen, die wir immer wieder bestreiten müssen. Drei meiner Jungs haben heute ihr allererstes Männerspiel gemacht vor 5.500 Zuschauern. Dafür haben sie es richtig gut gemacht. Wir hatten wieder einen Durchschnitt von unter 20 Jahren und das ist glaube ich gut für die Jungs, für so eine Spiele. Daraus können wir einfach nur daran können wir wachsen und wenn wir dann daneben bei auch noch punkten, dann ist es eigentlich das Optimum. Ja, was mir nicht so gefallen hat, ist, dass wir unsere Art von Fußball nicht auf den Platz gebracht haben, so richtig wie wir wollten. Wir haben uns zu sehr angepasst an das Cottbuser Spiel und dementsprechend waren wir dann auch nicht ebenbürtig, sondern etwas unterlegen. Kann ich den Jungs jetzt gar nicht übernehmen bei dieser Atmosphäre, bei dieser Kulisse, dass sie dort einfach auch nicht ganz so auf ihre Stärken vertrauen. Aber da müssen wir einfach hin aus diesem Spiel lernen und das war das nächste Mal, wenn wir nächstes Mal wieder vor so einer Kulisse spielen gegen so einen starken Gegner, einfach noch mehr unser Spiel durchdrücken. Dann kommen wir auch zu mehr Torschancen und stehen auch hinten einen Tick stabiler. Vielen Dank an unseren Gästetrainer Robert Klaus jetzt. Peter Wollitz zu Hause 0:0. Unser Gästetrainer hat schon gesagt, vor der Kulisse 5.655 Zuschauer heute im Stadion der Freundschaft. Am Ende 0:0 torlos. Woran lag's? Soll ich jetzt das 5 Euro im Phrasenschwein erinnern, wenn kein Tor schießt? Nein. Es war zumindest eine Verbesserung gegenüber letzte Woche schon die Anzahl der Torschancen. Es war eine Verbesserung ein bisschen in der Ordnung. Trotzdem müssen wir zwischendurch noch ruhiger spielen, noch organisierter. Wir haben einiges richtig gemacht, dass Red Bull ihr Spiel nicht aufziehen kann. Trotzdem in gewissen Szenen oder in gewissen Situationen haben wir auch viele einfache Ballverluste gehabt, konnten dann nicht so, sagen wir mal, den Druck aufrechterhalten. Da waren immer so viele Phasen, Leerphasen drin. Ich glaube, sonst hätten wir vielleicht doch das ein oder andere Tor erzielen können und vielleicht auch mal erzwingen. Sei es dann auch wieder aus einer Standardsituation. Ansonsten, gut, Einstellung war da, aber das kann man auch erwarten, muss man erwarten, soll man erwarten. Spielerisch erwarte ich echt noch ein bisschen eine Steigerung, aber wo sollen Automatismen her? Komplett alles neu. Publikum, fantastisch, wirklich auch nach dem Spiel. Die Mannschaft dann so zu verabschieden, tut gut, weil auf dem Papier stehen nur 2 Punkte, das müssen wir dann am Ende dann auch festhalten. Im Fußball zählen halt eben Tore und die Ergebnisse in den letzten beiden Spielen 1:1 und 0:0. Von der Art heute besser als letzte Woche über die gesamten 90 Minuten, aber insgesamt, wie gesagt, 2 Punkte und ja, analysieren, verbessern, aufrichten, nächste Woche gewinnen. Dankeschön. Vielen Dank an meine Trainer. Gibt es Fragen zum Spiel? Da wollte jetzt noch ein Wort zu Strelý Mamba, der nur einige Gelegenheiten hatte, Tore zu machen. Und werden Sie ihn streichern oder kritisieren? Erstmal ist es ja so, dass grundsätzlich das wichtig ist, dass ein Spieler oder dass wir Torschancen bekommen. Und auch, sagen wir, seine Möglichkeiten versuchen mitzunehmen. Er muss ruhiger mit dem Ball werden, manchmal auch vielleicht den Besserpfosten sehen, manchmal auch nicht abschalten. Ich glaube 4, 5, 6 Mal abseits, wo man nicht abseits stehen muss. Aber insgesamt, gut, wenn er nur einen davon macht und wir gewinnen, ist natürlich ein bisschen mehr Zufriedenheit. So junger Spieler, seit 2 Wochen erst bei uns. Wichtig ist, dass er das versucht zu verbessern und das werden wir machen. Ja. Herr Wollitz hat in den 18 Minuten, die 18 Minuten waren es, ja, während Ziegenbein im Einsatz war, hat er dort schon das zeigen können, was Sie sich von ihm versprechen?
18 Minuten zu bewerten, der gestern das erste Mal mittrainiert hat. Aber wir sind uns sicher, dass er hier ankommen wird und wir sind uns sicher, dass er uns bereichern wird. Nochmal, wir brauchen Schnelligkeit, wir brauchen Spieler, die Ruhe haben. Wir brauchen Spieler, die 1-gegen-1-Situationen auflösen können, auflösen wollen. Und wenn wir ihnen das nicht zugetraut hätten oder auch Mamba, hätten wir sie nicht verpflichtet. Wir sind insgesamt nochmal in der Breite nicht so aufgestellt. Ich glaube, dass heute auch von der Bank ein Impuls hätte kommen können. Aber wir haben im Moment diese Spieler nicht. Oder spielen auf Positionen wie Jeschke, Cibora und José, die sind Innenverteidiger bzw. Defensivspieler. Da nochmal einen Kreativen bringen können, ich glaube, das wäre heute auch nicht schlecht gewesen, mit der Ruhe oder mit situationbedingt Steckpässe zu spielen und die Hektik ein bisschen rauszunehmen, hätte uns gut getan. Gibt es weitere Fragen? Herr Wollitz, waren Sie angenehm berührt, als Sie in das Stadion reinkamen? Möglicherweise hätte man ja auch erwarten können, dass die Enttäuschung vom Mai noch da war, aber zumindest am Anfang hat man davon nichts bemerken können mit der Choreografie und so. Erstmal freut es mich, dass so viele Zuschauer gekommen sind, dass eigentlich überlegt worden ist, sogar das Spiel 10, 15 Minuten nach hinten zu schieben, weil noch viele draußen an den Kassen standen, zumindest an der Nordwand. Das freut uns. Nochmal, es ist nach wie vor so, dass wir jetzt dafür verantwortlich sind, diese Leute zurückzugewinnen, zurückzuholen. Und das geht erstmal grundsätzlich mit ehrlichem Fußball, weil das ist erstmal der einfachste Fußball. Und dann die nächsten Schritte. Gefreut hat mich nach dem Spiel die Erkenntnis, dass man schon gesehen hat, dass wir dieses Spiel unbedingt, A, natürlich der Gegner natürlich auch, gewinnen wollten, aber dass wir auch einiges dafür investiert haben. Ohne, da dürfen wir nicht vergessen, wir haben auch in diesem Spiel wieder extrem viele Fehler gemacht. Unter anderem lag es ein bisschen auch an der Art, wie sie spielen, Red Bull, und unter anderem liegt es daran, dass wir noch nicht so diesen Rhythmus haben, der ein oder andere Spieler. Das habe ich aber versucht schon mehrmals zu erklären, dass viele Spieler noch nicht komplett die ganze Vorbereitung mitmachen konnten, sich nicht kennen, und wir haben ein bisschen mehr Druck als viele andere. Frage an beide Trainer, welchen Gesprächsbedarf gab es in der Szene kurz vor der Pause, an deren Ende dann ein Trainer nicht mehr mitspielen durfte? Wer möchte? Ja, es ist einfach eine komische Situation und schlechtes Verhalten von uns. Ich habe mich ja beim Kollegen, beim Assistent und beim weiteren auch in der Halbzeit dafür entschuldigt. Ich finde, da sollte man Ruhe bewahren. Ich glaube, es ist eine Entscheidung vorausgegangen, dass wir hätten ein Foulspiel erwartet. Marcel geht danach und fault ihn, wo man auch gelb geben kann, aber die Situation war davor und dann hin und her und wie das dann so ist, Rudelbildung, Schuppen, ich wollte dann noch beruhigen und dann ging das weiter mit der Entstehung, dass von uns jemand auf die Tribüne musste, weil das, was wir da gemacht haben, sich dann auch nicht gehört und da muss man auch die Größe haben, sich zu entschuldigen. Ich habe auch gesagt, dass ich keine Klischees bedienen möchte. Red Bull ist genauso ein Verein wie Energie Cottbus und andere auch. Von meiner Seite gibt es da wenig hinzuzufügen. Ich glaube, strittige Situationen immer vor der gegnerischen Trainerbank sind immer unangenehm für beide Mannschaften, wenn da sowas passiert, weil da natürlich alles aufspringt immer und dann kann es auch mal schnell so sowas passieren. Wichtig ist, dass wir dann auch relativ schnell uns dann einfach irgendwie wieder beruhigen, weil wir als Trainer Vorbildfunktion haben für unsere Jungs und auch für die Zuschauer. Und das ist dann wichtig, dass wir dann irgendwie zur Ruhe kommen. Wir haben es in der Halbzeitpause kurz ausgewertet, der Peter und ich, und besprochen und dann was gegessen und dann merkt sich das Ganze auch. Zwei noch Fragen. Sieht nicht so aus. Dann vielen, vielen Dank. Ihnen natürlich eine gute Heimreise mit dem Team. Viele Danke dir. Wir freuen uns aufs nächste Spiel und noch schönes Restwochenende. Danke.